das mentale Training-Tagebuch. Zu der ganzen Psychologie-Schiene, da gibt es sehr schöne, empfehlenswerte Bücher, auch von Brett Steenberger in den USA und auch von Norman Wells auf Deutsch. Beziehungsweise das Steenberger-Buch bekommen Sie auch in Deutsch mittlerweile, die in die ganze psychologische Sache nochmal verdeutlichen und Ihnen da auch weiterhelfen, sich da von der psychologischen Seite ja, zu verbessern. Warum sollten Sie ein mentales Training-Tagebuch führen? Einfach aus dem Grund, es werden viele Handelssituationen während des Trainingtages auftauchen, wo Sie vielleicht Angst, Gier oder sonstige Emotionen verspürt haben, beziehungsweise sind überrascht worden von Bewegungen. Schreiben Sie das alles auf. Und ich habe das wirklich auch mehrere Jahre lang gemacht und es hat mir wirklich geholfen, wenn ich das dann nochmal einmal pro Woche oder mindestens einmal im Monat dann nochmal nachgelesen habe, einfach ja, um sich selber zu verbessern, um vielleicht Fehler, die Sie gemacht haben, nicht nochmal zu wiederholen. Wie gesagt, im vorherigen Vortrag, mein letzter Slide war von George Santayana das Sprichwort: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Das heißt, wenn Sie Fehler machen und sich nicht daran erinnern, werden Sie die immer wieder machen. Diese drei Sachen, die ich Ihnen gerade dargelegt habe, das mentale Training-Tagebuch, die statistische Auswertung, Ihre Chart-Auswertung, die helfen Ihnen also dabei, Ihre Trainingfehler peu à peu über mehrere Wochen, über mehrere Monate zu minimieren, vielleicht auch sogar komplett auszulöschen und Ihr Training zu verbessern. Also geduldig zu warten, auf die Setups zu warten und auch diszipliniert dann Ihre Ausstiege zu managen. Wie gesagt, dieses Training-Tagebuch soll Ihnen helfen, Gefühle und Emotionen wie Angst und Gier in den Griff zu bekommen. Sind noch Fragen von Ihrer Seite? Ansonsten wäre ich erstmal durch mit meinem Vortrag. Okay, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie mal bei mir auf guidance.com, das war es nicht, auf meinem Stream vorbeischauen. Es ist mittlerweile eine recht große Community dort, wo viele Devisentrader auch unterwegs sind, Trading-Ideen austauschen, Charts posten. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ne? So. Haben wir also den... Müssen wir in die Kommentare reingehen? Nein. Sie haben also hier die Möglichkeit, auch Ihre eigenen Charts zu posten und Ihre eigenen Trading-Ideen zu veröffentlichen, die dann bei uns im Forum ja, diskutiert werden. Wie gesagt, wenn Sie meine Performance nachlesen wollen, das ist möglich, indem Sie auf myfxbook.com gehen und dann einfach nach HPFX, heißt das System, das ich handle, ja, einfach suchen in der Suche. Gut. Hallo Henry, hallo liebe Zuschauer, ich schalte mich nochmal kurz dazu. Okay. Erstmal danke für deine Information, die wirklich aus erster Hand kommt. Ich denke, man merkt hier, dass es tatsächlich jemand für uns referiert hat, der einerseits ja nachweisen kann, dass er gut handeln kann, andererseits eben auch aus der Praxis kommt. Und das, was jetzt hier an Inhalten rüberkam, war wirklich eine gute Essenz. Ich kann auch nur selber sagen, aus meiner Erfahrung, die Screenshots sind eigentlich das A und O. Da wollte ich direkt nochmal anknüpfen. Vielleicht, ich selbst mache das seit circa 4 Jahren. Mhm. Also wirklich drucken, einfach auf der Tastatur, wenn man seinen Screenshot hat. Rausholen? Kannst du vielleicht direkt nochmal rausholen, genau. Also praktisch, dass man die Trades tatsächlich vor Augen führt. Warum? Sie können im Prinzip 40 Seiten zu Trades schreiben. Sie werden das in jedem Falle nicht wieder durchlesen mittelfristig. Hingegen, wenn Sie so ein Bild haben mit den wichtigen Inputs und eben Einstieg, Ausstieg, oder ich schreibe auch viel in meinen Charts hier noch rum nach dem Motto hier, also praktisch, man kann das schon ein bisschen noch ausbauen, wie Sie den Chart kommentieren. Aber der Witz ist, dass Sie praktisch Ihr Hirn mental auf Situationen einstimmen,
Und wir machen ja nichts anderes bei der Charttechnik, als praktisch Wiederholungsmuster zu identifizieren und die zu handeln. Und wenn man die praktisch auch noch so festhält und praktisch wirklich auch selbst gehandelt hat, dann ist man emotional ja noch tiefer drin. Und wenn man sich sowas anschaut, dann findet das Gehirn im Sinne der Konditionierung, auch wenn man manuell dann im Markt so scannt, immer wieder die Situationen, die funktioniert haben. Und das ist tatsächlich was, was ich nur aus der Praxis wirklich unterstreichen kann. Viele sagen eben Trading-Tagebuch, das ist richtig und bringt auch viel, aber manchmal wird es eben zu viel. Und zugegebenermaßen, wenn man da zig Wordseiten geschrieben hat, dramatisch, aber so ein Screenshot ist also ultimativ. Also mir hat die Chartauswertung auch auf jeden Fall definitiv am meisten geholfen, ja. Weil um einen Trade einzugehen, brauchen Sie immer eine gewisse Courage. Ja? Es ist immer leichter für Sie als Trader zu sagen, ah, ich mache nichts, ich habe Angst oder irgendwas. Und wenn Sie dann aber sehen, weil Sie Ihre Charts ausgewertet haben, dass mit diesem Setup eine relativ hohe Trefferquote ist, dann haben Sie auch automatisch mehr Courage und sagen, okay, das ist das Setup, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich letzte Woche ausgewertet, das funktioniert. Hier können wir eigentlich nochmal den Trade riskieren. Wir riskieren die 20 Pips. Wir gehen davon aus, dass wir eine gute Wahrscheinlichkeit haben, dass es für uns läuft. Wir wissen es natürlich nicht, dafür haben wir den Stop-Loss. Eine Wahrscheinlichkeit gibt es nie. Sie haben also niemals die Wahrscheinlichkeit, dass ein Setup 100% aufgeht. Das gibt es nicht, ja? Wird Chris bestätigen können. Exakt, 100%. Aber durch diese Chartauswertung hat man eigentlich ein ganz gutes, wie du sagtest, Konditionierung, dann auch diesen Trade dann einzugehen, ganz wenn das Setup da ist. Absolut. Und dann kommst du gleich zum nächsten, was ja auch wichtig ist, mit dem Erwartungswert. Ist ja genau das Gleiche. Also heißt, wenn man eine Strategie hat, deswegen auch die Frage mit dem Demo und dem FX-Book, bei JFD ist der Witz, Sie können im Prinzip viele Demos aufmachen, die sind nicht begrenzt zeitlich, sondern Sie können ein DAX-Demo machen, ein Währungsdemo oder ein ETF-Demo oder was auch immer Sie handeln wollen und können dann praktisch das tatsächlich mal auf MyFX-Book spiegeln und dann mal Ihre Trading-Skills eben verfolgen, Ihre Setups und da eben auch der Tipp, 30 Mal, eher noch 100 Mal Trades abfeuern und dann haben Sie einen statistischen Erwartungswert von Ihrer Strategie. Und der Witz ist, dann wissen Sie eben, die funktioniert oder funktioniert nicht. Ich habe einen Trendfolgeeinsatz, hatte schon in der Spitze über 18 Verlierer in Folge. Mhm. Da zweifelt man im Prinzip dran, ja. Aber nicht, wenn man einen Ansatz hat, der tatsächlich eben im Rebound, wenn er denn funktioniert, ein Vielfaches des Risikos wieder verdienen kann. Mhm. Aber das kann man eben nur wissen, wenn man auch einen Erwartungswert an seinem System der Systematik hat. Und wenn Henry jetzt mal auch auf seinem Desk eben geht, man kann hier natürlich schön interagieren. Neben dem, dass Guidance, als ich sage mal so, Guidance ist so Facebook für Börsianer. Das heißt, Sie können hier interaktiv mit dem Henry kommunizieren, / mit dem Trader, aber auch untereinander Kommentare austauschen und natürlich hier auch Charts posten, Ideen miteinander. Und das macht das Trading heutzutage natürlich auch interessant, weil die meisten Trader sind per se natürlich zu Hause allein. Oder im seltensten Fall in irgendwelchen Handelsbüros. Also wenn man alleine ist, ist das eine sehr schöne Social-Trading-Plattform, wo man eben auch tatsächlich hier agieren kann. Was wir übrigens bei JFD jetzt im Launch haben, ist im Prinzip, dass wir hier über Guidance, Sie sehen da oben schon den Broker-Login, dass Sie über Guidance handeln können. Das heißt, hier steht jetzt noch die DAB als Partner. Wir werden hier als erster CFD und FX-Broker mit am Start sein und werden praktisch Ihnen die Möglichkeit geben, aus der Guidance-Plattform Orders abzusetzen. Ja, das heißt, Sie haben so einen Social-Trading-Effekt. Sie können sich miteinander austauschen, Sie können Charts posten und Sie können ohne den Ansatz zu verfolgen, alleine zu treten, eben sich hier austauschen und die ganze Community nutzen. Ja. Und das hat natürlich einen enormen Mehrwert, den Guidance mit sich bringt, neben dem Effekt der Charting-Analyse-Plattform. Sie können sich hier Ihren eigenen Desktop noch zusammenbauen, haben Sie natürlich jetzt noch die Möglichkeit, dann auch daraus zu handeln. Und da haben wir im Prinzip Synergien geschaffen, die schon einzigartig sind. Und wenn wir bei Henry hier unten mal schauen, 1500 Follower, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Versuchen wir, solchen Desktop mal aufmachen? Oder? Ja, ruhig mal einen Desktop auch mal aufmachen, da können wir das mal zeigen. Also es gibt praktisch so eine... Das ist jetzt von dir. Das ist bei deinem Login. Kannst du ruhig FX-Charting mal machen. Schauen wir uns den mal an, wie der aussieht. Ja, gucken wir mal. Schauen Sie, das ist so ein FX-Charting-Desktop von mir, den ich jetzt mal angelegt habe. Da haben wir im Prinzip hier oben die wichtigsten Währungspaare, die 28 großen. Hier ein Chart dazu, hier die Top-Euro-Pairs, die Top-US-Dollar-Pairs, die British-Pound-Pairs und Schweizer-Franken-Pairs. Und das Ding kann man im Prinzip hier individuell sich zusammenschieben und damit haben Sie im Prinzip ihre eigene Analyse, Brokerage-Plattform und eben mit Broker-Login auch noch Handelsplattform. Und das ist natürlich eine Zusammenführung von Tatsachen, die sich dann eigentlich nur positiv aufs Handeln auswirken sollten. Letztlich unterm Strich aber das, was du heute Morgen schon gesagt hast, beziehungsweise beim ersten Vortrag und jetzt beim zweiten, Erwartungswert,
mentale Klarheit, Stopps akzeptieren. Das sind alles Punkte, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, wie gesagt, ruhig mal im Review nochmal angucken. Auf jeden Fall ein hoher Mehrwert, weil du eben aus der Praxis kommst, weißt du? Also wie wir alle, die hier referieren, aber im Prinzip gibt es ja auch viele, die erzählen und blasen immer nach vorne, aber da ist eben dünne Luft, aber man merkt eben auch, dass da tatsächlich was dahinter steckt. Man sieht es, man merkt es und insofern sage ich nochmal danke fürs Einschalten. Henry, danke, dass du unser Gast heute warst. Danke. Und hier mit am Start warst. Also ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal für eine kurze Pause. Danach mache ich noch ein kleines Resümee. Das hat auch mit Statistik und Wahrscheinlichkeiten zu tun, auch ganz interessant. Und dann haben wir den Sonntag eigentlich ganz gut rumgebracht. Sag danke auch für die Leute hier drin. Wir gehen erstmal auf Pause. Bis später, bis gleich, beziehungsweise. Ciao.